Ich darf Sie recht herzlich zur Informationsveranstaltung für das 5. Studienjahr im Studium Humanmedizin begrüßen. Mein Name ist Werner Horn. Ich bin stellvertretender Curriculumdirektor. Sie kennen mich wahrscheinlich, weil auf Ihrem Zeugnis manchmal bei den SIPs mein Name steht und ich für Ihre Prüfungen verantwortlich bin, aber auch für die Platzvergabe und solche Dinge. Wir wollen Ihnen heute einige Informationen für Ihr kommendes 5. Jahr geben und damit Sie ein bisschen vorbereiten auf den klinischen Abschnitt, der nächstes Studienjahr für Sie beginnt. Das heißt, Anfang Oktober, am 1. Oktober dieses Jahres. Und nachdem in den sogenannten Tertialen einiges Unterschiedliches wie in den vergangenen 4 Jahren, wollen wir hier einige Informationen für Sie zur Verfügung stellen. Wir haben sozusagen ein Team, das hier auch anwesend ist. Die Frau Professor Anvari Birsch wird gerade an der Klinik gerufen, kommt aber gleich wieder. Sie ist die Curriculumdirektorin, die auch für den 3. Studienabschnitt zuständig ist. Die Frau Dr. Braschinger sitzt da vorne vom Curriculum-Management, der Herr Aschenbrenner von der Studienabteilung, die Frau Sümank und die Frau Kitzmantel von der ÖH Medizin. Und alle werden auch am Schluss zur Verfügung stehen, nach meiner Einführung, um Fragen zu beantworten, falls es noch offene Fragen gibt, die Sie gerne stellen möchten. Ne? Für die Fragestunde, damit dann alle auch was verstehen, werden wir Ihre Frage dann auch im Mikrofon wiederholen, sodass alle die Frage verstehen und hoffentlich die Antwort auch. Ne? Dieses Bild kennen Sie wahrscheinlich schon oder Sie sollten es kennen oder in den letzten 4 Jahren zumindest einmal gesehen haben oder vielleicht auch mehrfach gesehen haben, das ist Ihr Studium auf einer Seite. Ne? Super. Sie sehen hier den roten Punkt vielleicht. Ne? Das war Ihr erstes Jahr, das ist schon einige Zeit her, Ihr zweites Jahr, Ihr drittes, Ihr viertes und wo sind Sie jetzt? Hier. Ne? Mitten im Block 20 ne? Oder am Ende des Block 20. Hier ist Ihr aktueller Punkt, wo Sie stehen, im 8. Semester. Und vor Ihnen stehen noch einige interessante Dinge, auf die ich auch jetzt gerne hinweisen möchte, nämlich die Projektstudie hier, die kommt in Kürze. Ne? Da bereiten Sie sich auf die Diplomarbeit vor. Und die Diplomarbeit ist ein wichtiger Punkt. Ne? Die Diplomarbeit betrifft Ihr Gesamtstudium und wird vermutlich auch im 3. Abschnitt von Ihnen zu erledigen sein. Ne? Die Diplomarbeit ist aber parallel zu Ihren üblichen Aufgaben im klinischen Abschnitt und nach unserer Erfahrung konsumiert das etwas Zeit und das führt dann oft zu Zeitkonflikten. Das heißt, denken Sie daran, Ihre Diplomarbeit möglichst rasch zu beginnen und möglichst rasch fertigzustellen. Das heißt, die Projektstudie bereitet Sie ja auf das Thema der Diplomarbeit vor. Da machen Sie einen Projektplan und im Projektplan definieren Sie, was Sie in der Diplomarbeit machen wollen. Und nicht unabsichtlich gibt es hier ein gelbes Feld, da steht Beginn der Diplomarbeit. Das ist nicht so vom Curriculum vorgesehen, aber das soll Sie daran erinnern, möglichst rasch mit der Diplomarbeit zu beginnen und sie möglichst rasch fertigzustellen. Weil wenn Sie sozusagen im September 2018 Ihre Diplomarbeit fertig haben, dann haben Sie ein wunderschönes, tolles 5. und 6. Jahr und können in Ruhe sich dem klinischen Praktikum widmen und können in Ruhe und sozusagen ungestört von der Arbeit an der Diplomarbeit das klinisch-praktische Jahr absolvieren.
Und das klinisch-praktische Jahr ist also sozusagen der Höhepunkt Ihres Studiums. 48 Wochen dürfen Sie 35 Stunden jede Woche in einem Lehrkrankenhaus oder auch im AKH Wien Ihre klinisch-praktische Tätigkeit durchführen und damit sozusagen erlernen in praktischer Arbeit, wie Ihr Beruf ein Jahr später ausschauen wird, als Ärztin oder als Arzt. Ne? Und natürlich, wenn Sie dann 48 Wochen im Jahr 35 Stunden klinisch-praktische Tätigkeit vollziehen, wird es meistens sehr schwierig sein, daneben auch noch die Diplomarbeit zu machen. Und daher ist es sinnvoll, die Diplomarbeit sofort nach der Projektstudie auch wirklich zu beginnen und sie fertigzustellen. Was Sie schon hinter sich haben, ich fahre da mit dem roten Punkt ein bisschen nach links, ist die SIP4A. Ich nehme an, fast alle von Ihnen haben die schon positiv absolviert. Es gibt in ein paar Tagen noch einen Wiederholungstermin, wo der Rest durchkommen wird, der noch nicht die Prüfung geschafft hat, wovon ich ausgehe. Und dann steht eigentlich nur mehr ein großes Ereignis vor Ihnen, was hier in rosa gezeichnet ist, der OSCI, IKPB, integriertes klinisch-praktisches Propädeutikum. Das ist sozusagen der Abschluss im Juni dann für im Prinzip vom zweiten Studienabschnitt und dann steigen wir ein, dort wo wir heute fortsetzen möchten, nämlich hier im fünften Jahr. Das fünfte Jahr, wie Sie hier sehen, besteht aus im Prinzip 6 5-wöchigen Blöcken. Und diese Blöcke heißen im klinischen Abschnitt Tertiale. Es gibt ein Tertial Neurologie, hier links, Psychiatrie, Kinder- und Jugendheilkunde, Frauenheilkunde. Dann gibt es 2 Halbtertiale, die heißen Halbtertiale, weil sie halb so groß sind. Das heißt, sie haben 2,5 Wochen, Augenheilkunde und HNO. Und dann gibt es noch das Tertial Notfall- und Intensivmedizin. Und jedes dieser Tertiale umfasst 5 Wochen und in diesen Tertialen absolvieren Sie Vorlesungen, Seminare und was Neues für Sie, klinische Praktika. Und die klinischen Praktika ist Tätigkeit am Krankenbett sozusagen zur Betreuung von Patientinnen und Patienten. Ich komme dann gleich im Detail noch darauf zurück. Sie haben den üblichen grünen Strich hier. Es gibt ein Laienelement. Das Laienelement heißt interdisziplinäre Fallkonferenzen. Stelle ich Ihnen auch dann noch ganz kurz vor und wird Sie jeden Montag begleiten am Nachmittag. Und dann gibt es noch einen gelben Strich hier, Methodenseminare. Die Methodenseminare gehören zur wissenschaftlichen Ausbildung, das heißt zur Diplomarbeit, und entweder haben Sie es schon absolviert oder Sie absolvieren es auch jetzt schon im 8. Semester oder dann später als Unterstützung zu Ihrer Diplomarbeit. Das dient dazu, dass Sie sozusagen hier Methoden auffrischen und aktualisieren, die Sie für die Diplomarbeit brauchen. Das beschreibt jetzt sozusagen auf diesem Bild Ihr 5. Studienjahr. Was wieder kommt, ist hier der PTM, Progress Test Medizin. Sie hatten dieses Jahr keinen, Sie hatten aber vergangenes Jahr den PTM im 3. Jahr und vor 2 Jahren das PTM im 2. Jahr. Und hier werden Sie dann erkennen können, wie Ihr Wissensfortschritt gestiegen ist über die letzten 2 Jahre, wenn Sie den PTM des 3. Jahres, das Ergebnis von damals, vergleichen mit dem Wissensstand, den Sie hier Mitte des Jahres, also im Februar 2019, haben werden. Und am Schluss gibt es ein SIP. Kein Jahr ohne SIP, daher auch dieses Jahr eine SIP. Das ist Ihr Programm
für das kommende Jahr. Da rechts haben wir noch etwas, da steht Formulatur. Wer von Ihnen hat noch keine 8 Wochen Formulatur? Niemand wagt die Hand zu heben. Ich bin sicher, es gibt welche unter Ihnen, die noch nicht die 8 Wochen haben. Um in die Tertiale einsteigen zu können und anerkannt zu bekommen, ist es notwendig, dass Sie am Beginn des dritten Studienabschnittes 8 Wochen Formulatur haben, noch besser ist alle 12 Wochen zu haben und davon 4 Wochen innere Medizin, die sind Pflicht, ne? Also 4 Wochen innere Medizin und 4 Wochen eine zweite Formulatur, Primärversorgung, Allgemeinmedizin, 4 Wochen sind auch vorgeschrieben, aber sozusagen das können Sie im Prinzip auch später erledigen. Es wird sinnvoll sein, dass Sie alle 12 Wochen haben, weil dann haben Sie sozusagen im klinischen Abschnitt mehr Zeit und insbesondere vor Beginn des klinisch-praktischen Jahres brauchen Sie die 12 Wochen Formulatur, weil das die Vorbereitung ist sozusagen auch für die intensive klinisch-praktische Tätigkeit im 6. Studienjahr. Also vergessen Sie nicht, wenn Sie die 8 Wochen noch nicht haben, die jetzt im Sommer zu absolvieren und rechtzeitig in der Studienabteilung einzureichen, damit Sie sozusagen auch einen Platz im 5. Jahr bekommen. So, hier haben Sie es noch einmal als Tabelle. Ihr kommendes 9. und 10. Semester. Sie sehen wie üblich Vorlesungen hier in dieser Spalte. Also Sie sehen hier mal in diesen Zeilen die Fächer mit den 5 für die 5 Wochen Neurologie, Psychiatrie, Kinder-, Jugendheilkunde, Frauenheilkunde, die halbtertiale Augen- und HNO und das tertial Notfallintensiv und die Laienfallkonferenz und SSM4. Hier jeweils ein Vorlesungsteil, der normalerweise so auch wie die Seminar- und Seminarteile hier in dem Stundenumfang, den Sie hier sehen, am Nachmittag, die Organisation ist bei den Tertialen zum Teil unterschiedlich, zum Teil ist es sozusagen auch am Vormittag. Das klinische Praktikum ist normalerweise immer am Vormittag und das beinhaltet sozusagen Ihren Aufenthalt im AKH oder in einem Lehrkrankenhaus, wo Sie aktive klinische praktische Tätigkeit an Patientinnen oder Patienten üben sollen. Das ist das Programm. Ich darf Sie auch noch einmal auf den Study Guide verweisen. Da sehen Sie den Ausschnitt aus dem Study Guide. Zu jedem der Tertiale gibt es ausreichend oder umfangreiche Informationen im Study Guide, die Sie hier sozusagen im Study Guide anklicken können. Es gibt auch allgemeine Informationen, die ich Sie bitte zu lesen. Dort steht etliches, was Sie auch brauchen, auf was ich jetzt noch im Anschluss darauf hinweisen würde. Die Jahrgangskoordinatorin ist die Frau Professor Holzinger, mit der haben Sie normalerweise nichts zu tun als Studierende. Die koordiniert die Koordinatoren der Tertiale und der Laienelemente des 5. Jahres und sie ist sozusagen auch die Schnittstelle zur Curriculumdirektion. So, jetzt kommt die Frage, was ist neu und spannend im 5. Jahr und etwas, was für die Organisation neu ist und für Sie ungewohnt, vermutlich ist ein Gruppenplan. Ne? Wir haben einen Gruppenplan und der Gruppenplan regelt im Prinzip die Kleingruppenanmeldung. Die Kleingruppenanmeldung kennen Sie schon. Ne? Sie haben sich jetzt jedes Semester einmal am Beginn oder vor Beginn des Semesters, Ende Jänner, Anfang Februar beziehungsweise im Anfang September für eine Kleingruppe angemeldet und diese Kleingruppe war dann für ihr ganzes Semester gültig. Das ist im 5. Jahr auch so, nur sind die Kleingruppen noch ein bisschen komplexer, nämlich sie bestehen aus Zügen und aus Gruppen. Und einen Unterschied gibt es noch zusätzlich, nämlich die Kleingruppe gilt für das gesamte Studienjahr. Das heißt, Sie werden im September Ihre Kleingruppe wählen und die gilt dann für das ganze Studienjahr 2018, 2019.
Das Interessante am Gruppenplan für Sie ist, dass der Gruppenplan den Ausbildungsort des klinischen Praktikums festlegt. Sie sind also nicht mehr das ganze Jahr hier im Haus, oder nur wenige von Ihnen, oder einige von Ihnen, ne? Sondern Sie absolvieren das klinische Praktikum an Lehrkrankenhäusern, und da steht Wien weit und Wien nahe, ne? Das umschließt das Wilhelminenspital, Kaiser-Franz-Josef-Spital, SMZ Ost, Hanusch-Krankenhaus, das sind die Wien-Weiten, ne? Und die Wien-Nahen ist zum Beispiel Tulln, Korneuburg, Horn, die sind sozusagen in der Nähe von Wien und gehören auch zu unseren Lehrkrankenhäusern. Ja? Wie jedes Jahr beginnt hier das Murren, ne? Tulln ist zu weit und alles, was außerhalb der Stadtgrenze von Wien ist, ist böse und hässlich. Dort fahre ich auf keinen Fall hin. So ist es aber nicht, weil das sind Lehrkrankenhäuser, die sich besonders intensiv um die Ausbildung bemühen, wo sie besonders gut betreut werden. Und auch wenn die Anreise manchmal oder auch echt etwas länger dauert, ist die Ausbildung umso angenehmer für sie. Ne? Und dann gibt es noch Leute, die gehen ins Ausland. Ne? Einige von Ihnen oder auch mehrere von Ihnen haben schon ein Erasmus-Programm für das nächste Jahr oder gehen als Freemover ins Ausland. Und da wird der Kleingruppenplatz passend zu Ihrem Auslandsaufenthalt von uns vergeben. Das heißt, wenn Sie ins Ausland gehen, werden Sie und sozusagen sich fristgerecht und ordnungsgemäß registriert haben im International Office und auch einen Vorausbescheid bekommen haben, dann werden Sie von uns für die Tertiale, die Sie in Wien absolvieren, eingebucht und erhalten einen Platz, der zu Ihrem Auslandsprogramm passt. Ne? Und das alles, wie das abläuft und strukturiert ist, finden Sie im Gruppenplan. Und den Gruppenplan für das kommende Jahr werden wir im Juli 2018 im Study Guide veröffentlichen, damit Sie dann eine genaue Information haben, wenn Sie sich im September anmelden, was die Gruppen bedeuten. Ne? Was bedeuten jetzt die Gruppen? Um Ihnen einen Überblick zu geben, erkläre ich Ihnen noch kurz, was sind die Züge. Ne? Das heißt, die Züge bedeuten, dass wir das Studium in 6 Zügen gestaltet haben, nämlich den Zug A, B, C, D, E und F. Ne? Und Sie einen Zug auswählen und innerhalb des Zugs eine der Gruppen. Ne? In jedem Zug gibt es 22 Gruppen und eine davon, einen Zug und eine Gruppe wählen Sie. Und dann absolvieren Sie in dem Zug die Tertiale in der Reihenfolge, wie es im Zug festgelegt ist. Ne? Mein roter Pointer steht jetzt da zufällig bei D, nehmen wir den Zug D her. Da sehen Sie, Sie beginnen mit Psychiatrie im Oktober, dann folgt Kinderheilkunde, dann Notfall und im Sommersemester Neurologie, Frauenheilkunde und am Schluss Augen HNO, als die 2 Halbtertiale für die letzten 5 Wochen, dann im Mai und Juni 2019. Ne? Und jeder von Ihnen, egal in welchem Zug er ist, absolviert diese 7 Tertiale, ja, oder 6 mal 5 Wochen, nur halt in unterschiedlicher Reihenfolge. Ne? Das hat den Sinn, wir haben nicht so viele Plätze im klinischen Praktikum, weil es ja sozusagen das klinische Praktikum in den Krankenanstalten am Krankenbett absolvieren. Und dort gibt es naturgemäß nicht 640 Plätze, sondern weniger. Daher wird das Ganze hier in Zügen 6-mal verschachtelt und es sind sozusagen im Prinzip 107 Studierende in jedem Zug und nicht 640, so wie das jetzt in den Blöcken üblich ist. Ne? Das ist die Idee der Zugreihenfolge. Das heißt, wenn Sie sich entscheiden für eine Gruppe, dann müssen Sie sich auch gleichzeitig für den Zug entscheiden. Ne? Die Züge haben noch einen Punkt. Es gibt sozusagen seitens der Curriculum-Direktion eine Empfehlung an die Tertialkoordinatorinnen,
einen freien Nachmittag einzuhalten. Das wird auch weitgehend gemacht. Und im Zug A und B ist es der Dienstag, der versucht wird, freizuhalten. Im Zug C und D ist es der Mittwoch, im Zug E ist es der Donnerstag und im Zug F ist es der Freitag, der freigehalten wird oder versucht wird, freizuhalten. Nicht immer funktioniert es hundertprozentig. Also es ist keine Garantie gegeben, dass das auch geht, aber im Prinzip ist es für die meisten Wochen in Ihrem Studienjahr erfüllt. Das hat auch den Sinn, wenn Sie Tutor sind oder sein werden im kommenden Jahr, dass Sie sozusagen diesen Nachmittag frei haben, um Ihre Tutortätigkeit in einem der Curriculum-Elemente im ersten bis vierten Jahr auszuführen. Na? Was Sie hier deutlich sehen, niemand hat am Montagnachmittag frei. Weil am Montagnachmittag ist die Line und da müssen Sie alle hier in diesem Raum sein. So, um in den Gruppenplan sozusagen auch ein bisschen deutlicher zu machen, sehen Sie hier den Gruppenplan des Vorjahres, das heißt des jetzigen Studienjahres, Wintersemester 17-18 und auf der nächsten Folie dann das Sommersemester. Und nehmen wir wieder den Zug D her, dann sehen Sie hier sozusagen jetzt aufgeschlüsselt die Orte der klinischen Praktika. Ich bin nicht sicher, ob Sie das lesen können. Können Sie es lesen? Was da in Kleinschrift steht, ja. Jene mit guten Augen, Sie alle haben gute Augen, ich setze mir die Brille auf, sehen hier sozusagen, was hier los ist. Zum Beispiel, wenn Sie sich für die Gruppe 8D entscheiden und dort einen Platz bekommen, bei der Semesteranmeldung in MedCampus, dann verbringen Sie Psychiatrie im KFJ zur Hälfte und zur Hälfte im AKH, danach im KFJ Kinderheilkunde, danach Notfall im AKH. Jetzt gehen wir zum Sommersemester. Da sehen Sie das Sommersemester, Neurologie, 8D, wo ist das? Hier, Wilhelminenspital 8D, Frauenheilkunde, Barmherzige Brüder Wien und AKH geteilt, Frauenheilkunde und dann noch Augenheilkunde, Hanusch Krankenhaus und hier 8D, wo ist 8D, KFJ. Ne? Das heißt, wenn Sie sich für die Gruppe 8D entscheiden und dort einen Platz bekommen, und das ist 8C ist analog, ne, und 8a ist auch analog, ne, nur andere Reihenfolge, dann machen Sie eine Besuchsreise durch die Lehrkrankenhäuser in Wien und absolvieren an verschiedensten Orten Ihr klinisches Praktikum. Ne? Das ist der Sinn des Gruppenplans. Ne? Und klarerweise werden Sie, wenn wir den Gruppenplan im Juli veröffentlichen, sich den anschauen und sich überlegen, wo möchte ich gerne hin? Ne? Es gibt auch Gruppen, die nur im AKH sind, die sind üblicherweise von den Tutoren belegt, die sozusagen dann auch am Nachmittag ihre Tutortätigkeit hier bei uns an der MedUni Wien absolvieren und daher das klinische Praktikum besonders nahe absolvieren möchten. Soweit also zum Gruppenplan. Auf einen Punkt möchte ich Sie jetzt noch hinweisen, die Lehrkrankenhäuser absolvieren Sie zum größten Teil in Lehrkrankenhäusern des KV. Und der KV sowie andere Krankenhäuser, die im kommenden Jahr vermutlich auch dazu kommen werden, verlangt, dass Sie am ersten Tag, wenn Sie dorthin gehen, einen Immunitätsnachweis vorlegen. Also schauen Sie sich das im Study Guide unter allgemeinen Informationen an. Und besorgen Sie sich den Immunitätsausweis, den brauchen Sie, weil sonst können Sie nicht Ihren Platz dort antreten. Und da gibt es sozusagen eine Webseite turnuswien.at vom KAF und dort finden Sie das, was Sie dazu brauchen. Ne? War bisher kein Problem, aber Sie müssen nur daran denken, dass Sie diesen Immunitätsnachweis beibringen und nachweisen, dass Sie die entsprechenden Impfbescheinigungen haben. Ein weiterer Punkt, der für Sie wichtig ist, ist die Dienstkleidung, Wäsche.
Hier ist eine Beispielseite aus dem AKH Wien. Das gibt es natürlich in jedem Lehrkrankenhaus. Sie müssen im weißen Mantel arbeiten, das heißt, Sie brauchen Dienstbekleidung und erhalten die Dienstbekleidung von der zentralen Wäscheausgabe. Und das muss den Hygienevorschriften entsprechen. Das heißt, der Mantel muss sauber sein. Sie dürfen den Mantel nicht selbst waschen, sondern müssen den in die Wäschestelle bringen. Und am Ende des klinischen Praktikums, also hier steht spätestens 7. Juli 2017, das wird dann bei Ihnen wahrscheinlich der 5. Juli 2019 sein, müssen Sie die Dienstbekleidung, den Mantel wieder zurückgeben. Na? Und das betrifft nicht nur das AKH Wien, das betrifft auch alle anderen Lehrkrankenhäuser, dass Sie die dort übliche und vorhandene Dienstbekleidung in Ihrer Tätigkeit im klinischen Praktikum anziehen und sich abholen. Na? Das da wird Sie das ganze fünfte Jahr begleiten. Es gibt sozusagen ein Logbuch. Sie sehen, das ist im Taschenformat. Man kann es also problemlos so einstecken, ne? Wenn man Sakko hat. Aber wenn Sie einen weißen Mantel haben, können Sie es in einen weißen Mantel einstecken. Und Ihr Namensschild, das Sie bekommen, und dieses Logbuch wird Sie das ganze fünfte Jahr begleiten. Das heißt, es ist eine Dokumentation dessen, was Sie an Lernzielen im fünften Studienjahr erreichen müssen. Und die werden hier im Logbuch abgezeichnet. Und für jedes Tertial gibt es hier ein paar Seiten, die hier bunt eingezeichnet sind, ne, von Neurologie, Psychiatrie, Kinderheilkunde und so weiter. Gibt es jeweils eigene Seiten und da sind jeweils Lernziele verzeichnet. Ne. Und dieses Logbuch tragen Sie gemeinsam mit Ihrem Namensschild, das Sie von uns bekommen, mit sich. Und das weiße Feld hier vorne, da wird Ihr Name aufgeklebt. Ne? Und das Namensschild tragen Sie hier an Ihrem weißen Mantel. Und Sie sehen hier eine Seite aus dem Logbuch, Beispiel Kinderheilkunde. Und da sind zum Beispiel das Lernziel 4.7 und 4.8 eingezeichnet. Pädiatrische Infektiologie beinhaltet typischen Infektionen im Kindesalter und die Impfungen, ne? Impfkalender. Und das Logbuch ist zweisprachig, nämlich Deutsch und Englisch darunter, damit auch jene, die ins Ausland gehen, das Logbuch im Ausland, im nicht deutschsprachigen Ausland abzeichnen können. Und es gibt Kompetenzniveaus, ne? Theoretische Kenntnis, Praxiserfahrung und Praxissicherheit. Ne? Und zu den Impfungen erwarten wir von Ihnen, dass Sie dann Praxissicherheit haben. Ne? Das heißt, wenn ein dreijähriges Kind zu Ihnen kommt und sagt, was brauche ich für Impfungen, dann können Sie spontan das beantworten. Ne? Das heißt Praxissicherheit. Ne? Ambulante Pädiatrie beinhaltet das Vorgehen beim Kind mit Fieber, Husten, Bauchschmerzen bzw. Durchfall, Unterbrechung, Exanthem, Kopf- und Thoraxschmerz sowie beim weinenden Kind. Ne? Da erwarten wir von Ihnen, dass Sie Praxiserfahrung haben. Das bedeutet, Sie sollten das einmal gesehen haben und damit umgehen können. Und das, was hier sozusagen orange hervorgehoben ist, ist aber auch orange, ja, das ist das, was wir erwarten. Ne? Und da gibt es drei Levels, theoretische Kenntnisse, Praxiserfahrung und Praxissicherheit. Ne? Und Ihr Betreuer im Lehrkrankenhaus bestätigt hier mit der Unterschrift, dass Sie dieses Lehrziel erreicht haben. Ne? Was Sie natürlich haben können, ist, dass Sie sich auch schon intensiv mit Fieber, Husten und Bauchschmerzen beim Kind auseinandergesetzt haben. Dann können Sie schon Praxissicherheit haben und haben dann mehr erreicht, als sozusagen in der Ausbildung verpflichtend vorgesehen ist. Das ist dann ein sogenanntes Upgrade. Ne? Und je mehr Upgrades Sie sammeln, desto besser sind Sie. Ne? Und Sie können dann, wenn Sie sich um eine Stelle bewerben, sagen, lieber Stellenvergeber, hier ist mein Logbuch, ich habe 46 Upgrades. Ich bin ein ganz toller. Ne?
ich möchte um 40% mehr Gehalt. Ne? Was aber wichtig ist, das Logbuch muss vollständig erfüllt sein. Ne? Das heißt, die darin verzeichneten Lernziele sind alle verpflichtend zu erfüllen. Ne? Und das ist ein wesentlicher Punkt und deswegen sozusagen tragen Sie es auch mit sich und lassen die erworbenen Kompetenzen von Ihrem Betreuer oder Ihrer Betreuerin abzeichnen. Ne? So, wie kommen Sie zum Logbuch? Sie kriegen noch einen Informationsschreiben, wo drinnen steht, wann Sie es abholen können. Es steht auch auf dieser Seite, das heißt vom 4. bis 7. Juni 2018 können Sie es im Kursraum 101 im Teaching Center im Portal 87 abholen. Ne? Persönlich, weil Sie müssen auch eine Verschwiegenheitserklärung und eine Datenschutzerklärung unterzeichnen, persönlich. Daher müssen Sie persönlich kommen und dieses Logbuch und das Namensschild abholen. Und das dürfen Sie, wenn Sie alle Gesamtprüfungen des zweiten Abschnitts positiv absolviert haben. Das bedeutet, Sie müssen die SIP4A positiv haben. Ne? Also die, die Sie jetzt schon haben, im Februar positiv absolviert oder im April positiv absolvieren, die können im Juni kommen. Die paar wenigen, die erst im Juni oder im September zur SIP4A antreten, für die ist der Abholtermin dann der 27. September, nachdem Sie die SIP4A positiv haben. Ne? Aber wie gesagt, Sie bekommen in den nächsten Tagen noch ein Informationsschreiben von uns, wo der Termin drinnen steht. Ne? So, einen Punkt zur Ausbildung habe ich schon angesprochen, das ist das Leinelement interdisziplinäre Fallkonferenzen. Das ist eine Lehrveranstaltungsreihe in Form eines fallzentrierten Unterrichts hier in diesem Hörsaal und im Hörsaal nebenan, im Hörsaal 2. Da gibt es sozusagen sogenannte Rounds. In den Rounds werden klinische Fälle vorgestellt, diskutiert. Sie bekommen einen Klicker, können, müssen, sollen interaktiv dabei teilnehmen, Fragen beantworten. Und das ist jeden Montag von 13 bis 16 Uhr hier in diesem Hörsaal. Und egal in welchem Zug Sie sind oder sein werden, kommen Sie hierher, alle gemeinsam, alle 640, jeden Montagnachmittag und diskutieren diese Fälle. Sie diskutieren, indem Sie sozusagen Fragen stellen können, indem Sie mit dem Klicker Antworten geben können. Und für jene Damen und Herren, die im Ausland sind, die begleiten das sozusagen durch Online-Videoschaltung bzw. durch Videoaufzeichnungen und müssen zusätzliche Fragen im Moodle beantworten. Das heißt, jeder von Ihnen, egal ob Sie hier in Wien sind und die Tertiale absolvieren oder im Ausland sind, absolviert diese Fallkonferenz. Jeder von Ihnen kriegt auch sozusagen im Moodle-Kurs einen Account in der Fallkonferenz und beantwortet dort Fragen. Und die, die in Wien weit oder Wien nahe die Tertiale absolvieren, die haben Anwesenheitspflicht hier im Hörsaal und alle haben sozusagen Teilnahmepflicht auch im Moodle-Kurs. Das wird sich aus Grand Rounds klinischen Diagnosewissenschaften, interdisziplinären Patientinnenmanagement und den Webambulanzen zusammensetzen. Und Sie sehen dann das Programm für das ganze Jahr im Study Guide und in MedCampus und sozusagen die Themen, die dabei behandelt werden. Ne? So, das betrifft den Unterricht vor Ort. Zwei Folien des International Office zeige ich Ihnen noch nur zur Erinnerung. Manche von Ihnen werden ins Ausland gehen, die sind die sogenannten Outgoings. Ne? Im fünften Jahr gibt es sozusagen einerseits das Erasmus-Programm und das Kooperationsprogramm und daneben gibt es sozusagen die selbstorganisierten Plätze als Free-Mover
Und die müssten Sie schon gebucht haben, um sozusagen fristgerecht hier den Auslandsaufenthalt planen zu können. Im sechsten Jahr gibt es dann auch im klinisch-praktischen Jahr sowohl im Erasmus-Programm als auch im Freemover-Programm selbst organisierte Plätze, die Sie im Ausland absolvieren können. Ne? Die Ansprechpartnerinnen für Ihre Auslandsaufenthalte sind das International Office. Der Dr. Salemi ist sozusagen für das Erasmus-Programm und die Kooperationen zuständig und ist der International Institutional Mobility Coordinator im Auslandsbüro, und die Frau Flatzbauer beschäftigt sich mit den Freemovers. Ne? Die Frau Marti, die hier steht, betreut die Incomings, das sind nicht Sie, sondern das sind die Studierenden, die vom Ausland zu uns kommen. Ne? Beachten Sie bitte die Sprechstunden, wie sie hier stehen, und dass das International Office im Bauteil 88 im vierten Stock ist. Ne? Im Unterschied zur Studienabteilung, wer war schon in der Studienabteilung in der Währinger Straße 25a? Ja, manche von Ihnen. Die Studienabteilung ist nicht mehr hier im Haus, im Parterre, sondern in der Währinger Straße 25a. In der Mitte zwischen Vorklinik und Klinik. Und dort gibt es eine neue Studienabteilung mit einem Ticketsystem und solchen Dingen, die Ihnen den Besuch der Studienabteilung angenehmer machen soll. Es gibt auch eine Lounge, wo Sie sozusagen warten können, bis Sie drankommen. Nur zu Ihrer Information, und der Herr Aschenbrenner, der hier vorne sitzt, und die Frau Kreiter betreuen Sie, weil die sind sozusagen für Sie zuständig. Ne? Wenn es Fragen zum Auslandsprogramm gibt, ne, Sie sollten es eigentlich schon absolviert haben, aber es treten immer wieder Fragen auf, dann kontaktieren Sie das International Office, wie gesagt, im vierten Stock im Bauteil 88. Ne? Soweit also zur Lehre und zum Unterricht. Jetzt erzähle ich Ihnen noch einige Punkte zum Prüfungswesen, und zwar vor allem jene, die Ihnen noch weniger bekannt sind. Dinge, die Ihnen bekannt sind, stehen auf dieser Seite, nämlich Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter. Die haben Sie jetzt in den letzten 4 Jahren täglich begleitet, und die werden Sie auch im kommenden Jahr begleiten, nämlich alle klinischen Praktika aller Tertiale sind Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter, und natürlich auch die Seminare und Praktika der Tertiale, und das Laienelement ist eine solche Lehrveranstaltung mit immanentem Prüfungscharakter. Das bedeutet, das, was Sie schon kennen, nämlich 100% Anwesenheit, Mitwirkung in den Lehrveranstaltungen, es bedeutet hier insbesondere Erwerb klinischer Kompetenzen im klinischen Praktikum, nämlich dass Sie die Lernziele, die im Logbuch sind und die Ihre klinischen Kompetenzen nachweisen, auch hier erfüllen. Und dieses Logbuch ist sozusagen das Protokoll und der Nachweis dessen, was Sie an klinischen Kompetenzen in diesen Tertialen erwerben. Das erweitert sozusagen das Spektrum dieser Lehrveranstaltungen, die sozusagen laufend beurteilt werden. Der Rest ist Ihnen bekannt, Beurteilungsschema mit E und O, Erfolg oder ohne Erfolg. Sie kennen üblicherweise nur den Erfolg, ohne Erfolg ist selten. Was neu dazukommt, sind die Tertialüberprüfungen. Und die erkläre ich Ihnen gleich jetzt auf der übernächsten Folie. Was auch alt ist und wohl bekannt ist, die SIP. SIP 5a am Ende des 5. Studienjahres umfasst 6 Fächer, also im Prinzip 7 Tertiale, aber die Halbtertiale werden zu einem Fach zusammengefasst, nämlich Augenheilkunde HNO, aus didaktischen Gründen, aus methodischen Gründen. Damit haben Sie sozusagen dann 6 Fächer in der SIP 5a zu absolvieren, in der üblichen Weise. Am Ende des 5. Studienjahres kommen Sie hier in unsere Hörsäle und machen die SIP-Prüfung, die dann
ihr fünftes Studienjahr abschließt. Die SIP5A ist keine Voraussetzung für den Beginn des klinisch-praktischen Jahres. Also das ist sozusagen nicht als Voraussetzung vorgesehen, um auch den Studierenden, die erst im September oder später die SIP5A absolvieren, eine Chance zu geben, das klinisch-praktische Jahr zu beginnen. Was aber eine Voraussetzung ist, ist die positive Absolvierung aller 7 Tertiale und des Laienelements Fallkonferenzen. Erst wenn Sie hier sozusagen eine positive Note haben auf die immanente Prüfung, dann dürfen Sie mit dem klinisch-praktischen Jahr beginnen. Ne? Aber wie gesagt, die SIP5A nicht. So, damit bleibt ein Punkt offen, den Sie noch nicht kennen, die Tertialüberprüfungen. Die Tertialüberprüfungen sind mündliche Prüfungen, die in 2 Tertialen durchgeführt werden. Sie sehen hier die Definition laut Curriculum Humanmedizin. In 2 Tertialen findet im Rahmen des klinischen Praktikums eine umfassende Prüfung an Patientinnen und über klinische Kompetenzen durch einen Vertreter des Faches in Form des immanenten Prüfungscharakters statt. Die Tertiale sind dabei aus den Fächern des 5. Studienjahres zu losen. Das bedeutet, Sie haben 2 Überprüfungen im 5. Studienjahr. Diese Überprüfungen finden jeweils am Ende des Tertials statt, das heißt an den letzten 3 Arbeitstagen des Tertials. Und es wird am Beginn des Jahres eine Losung erfolgen. Da gibt es ein Computerprogramm, das Sie lost. Und Sie werden 2-mal im Jahr gelost und jeder von Ihnen wird normalerweise 2-mal drankommen. Das bedeutet jetzt, wenn wir uns wieder an diese Zugreihenfolge erinnern, nehmen wir wieder den Zug D her, Sie sind in 8D, das war unser Beispiel, dann werden Sie 2-mal gelost, vielleicht 1-mal in Kinder-Jugendheilkunde. Das heißt, in den letzten 3 Tagen in der Kalenderwoche 49 kommen Sie zur mündlichen Prüfung, Tertialüberprüfung in Kinder-Jugendheilkunde. Und das nächste Mal werden Sie vielleicht in Augenheilkunde gelost, dann in 8a sind Sie sozusagen in der ersten Hälfte, das heißt in den letzten 3 Tagen, das wird in der Kalenderwoche 23 sein, in 2019, kommen Sie zur Tertialüberprüfung zu einem Dozenten oder Professor hier im Haus und sollen oder müssen Ihre klinischen Kompetenzen zeigen. Das heißt, entsprechend dem Losentscheid kommen Sie 2-mal dran. Die Idee ist, Sie sollen nicht, wenn Sie davon erfahren, jetzt alle Bücher herauskramen, die Sie in Kinderheilkunde oder HNO oder Augenheilkunde jemals zu Gesicht bekommen haben oder zu Gesicht bekommen könnten und diese Bücher auswendig lernen. Das ist nicht die Idee, sondern Sie sollen Ihre klinischen Kompetenzen, klinisch-praktischen Kompetenzen, die Sie im Tertial erworben haben, im Rahmen dieser Prüfung demonstrieren. Und daher ist auch keine explizite Vorbereitung vorgesehen. Klarerweise sollten Sie Ihre aktiven Kompetenzen zeigen können und erfahren daher üblicherweise 3 Arbeitstage vor Ihrer Prüfung von Termin, Ort und Prüfer oder Prüferin. Und diese Einteilung oder diese Losung ist auf der Homepage hier auf diesen Seiten angekündigt. Sie bekommen zusätzlich als Information noch eine E-Mail, wo das drinnen steht. Geprüft wird die klinische Kompetenz, die Sie in den Tertialen erworben haben. Das heißt, eine umfassende Überprüfung der klinischen Kompetenzen an einem Patienten oder einer Patientin, besonders mit den Punkten Anamneseerhebung. Sie sollten also mit Patienten kommunizieren können, klinische Untersuchung, wissen, was ist eine geeignete klinische Untersuchung für diese Patientin oder diesen Patienten. In eingeschränkter Form Problemlösungskapazität, das wird man nur in eingeschränkter Form
von Ihnen als Studierende im fünften Jahr erwarten können, aber insbesondere auch Ihre kommunikativen Fähigkeiten und Ihr professionelles Verhalten wird im Rahmen dieser Tertialüberprüfung beurteilt. Wie gesagt, in zwei Tertialen, zweimal im Studienjahr, und es ist sozusagen eine Beurteilung im Rahmen des immanenten Prüfungscharakters und Teil des klinischen Praktikums des Tertials. Und wie üblich erfolgt die Beurteilung mit E oder O, Erfolg oder ohne Erfolg, Pass oder Fehl. Ganz wenige von Ihnen schaffen das nicht ad hoc, also wirklich sehr wenige. Wenn Sie es nicht schaffen, bekommen Sie nach einigen Wochen eine zweite Möglichkeit. Erst wenn Sie es beim zweiten Mal nicht schaffen, dann fehlen Ihnen offensichtlich grundlegende Kompetenzen und daher sind Sie dann aufgefordert, das Tertial noch einmal zu absolvieren, um Ihre Kompetenzen zu erwerben. Was wichtig ist, nicht erscheinen entspricht Fehl. Das heißt, Sie müssen kommen. Wie schaut der Ablauf aus? Circa eine Woche vor Ende des Tertials sehen Sie auf der Homepage, ob Sie eingeteilt sind. Sie erscheinen am angegebenen Ort im weißen Mantel, bringen Ihr Logbuch mit. Das Logbuch sollte schon weitgehend für dieses Tertial ausgefüllt sein, damit der Prüfer erkennen kann, dass Sie auch sozusagen die Lernziele weitgehend schon erreicht haben. Klarerweise sind Sie zum Überprüfungszeitraum für den regulären Unterricht des Tertials entschuldigt. Also wenn Sie sozusagen am letzten Donnerstag im Tertial eingeteilt sind zur Tertialüberprüfung hier im AKH, dann kommen Sie hierher und wenn Sie das Tertial im SMZ Ost absolvieren, sind Sie dort automatisch entschuldigt. Und die Prüfungsdauer ist circa mit 20 bis 30 Minuten angesetzt, muss nicht unbedingt so lang dauern, aber es ist circa der Rahmen. Das ist die Tertialüberprüfung. So, einen letzten Punkt erwähne ich noch. Die Prüfungen haben wir damit abgeschlossen. Das sind die Termine, die sind für Sie insbesondere wichtig, nämlich Anmeldefristen zur Platzvergabe. Outgoings Erasmus, da ist die Frist schon einige Zeit vorbei, ebenso für die Freemover, für das Wintersemester oder das ganze Studienjahr. Das betrifft das International Office. Für das Sommersemester, wenn Sie das Sommersemester als Freemover im Ausland verbringen wollen, gibt es dann noch eine Frist vom 1. bis 31. Oktober dieses Jahres, wo Sie sich sozusagen für das gesamte Sommersemester im Ausland als Freemover anmelden können im International Office. Also die ersten drei Zeilen betreffen sozusagen die Auslandsaufenthalte. Für jene, die Tutorinnen oder Tutoren sein werden oder Demonstratoren oder Studierende mit Kind, gibt es wie üblich sozusagen eine Voranmeldefrist, die ist wie jedes Jahr gleich, nämlich Sie melden sich in der Studienabteilung vom 1. bis 14. August und melden dort, dass Sie sozusagen sich gerne voranmelden möchten, begründeterweise. Dann erhalten Sie sozusagen ein Voran, werden Sie dort registriert und erhalten ein Voranmeldefenster einige Tage vor der regulären Selbstanmeldung, wo die Voranmeldeberechtigten sozusagen bevorzugt sich Gruppen aussuchen können. Als Ergänzung erwähne ich hier noch die Tutoren, die gleichzeitig Auslandsaufenthalte haben. Jetzt werden Sie sagen, wie geht das? Wie kann ich Tutor sein und im Ausland Tutor an der MedUni Wien? Das geht insofern, weil es sich um eine Jahresanmeldung handelt. Man kann im Winter im Ausland sein und im Sommer Tutor hier in Wien. Für die werden wir noch ein Voranmeldesystem wie jedes Jahr mit Hilfe einer Anmeldung in Moodle machen. Das erfahren jene Personen, die sozusagen einen registrierten Auslandsaufenthalt haben, dann via E-Mail. Da wird es dann im Juli, Anfang Juli, dann im Moodle eine Voranmeldemöglichkeit für jene
Tutoren geben, die sich teilweise im Ausland befinden. Für alle von Sie gibt es sozusagen die reguläre Selbstanmeldefrist, beginnend am 7.9.2018 um 9 Uhr, die sich dann bis 17.9. zieht, aber wie üblich werden in den ersten 3 Minuten alle ihre Plätze haben. Und am 7.9. um 9 Uhr sich anmelden dafür. Sie müssen sich bis 17.9. anmelden, am 18.9. verlieren Sie Ihren Platzanspruch. Das heißt, denken Sie daran, sich selbst anzumelden, beziehungsweise wenn Sie Tutor oder Studierende mit Kind sind, sich fristgerecht für die Voranmeldefrist anzumelden und dann auch die Voranmeldung wahrzunehmen. Und der wichtige Punkt, die Anmeldung gilt für das gesamte Studienjahr. Es gibt dann keine Anmeldung mehr im Ende Jänner oder Anfang Februar. Das heißt, wenn Sie sich im September anmelden, dann haben Sie diesen Platz das gesamte Studienjahr, das gesamte 5. Studienjahr. Soweit zur Anmeldung. Meine letzte Folie zeigt Ihnen die Ansprechpersonen. Wenn Sie Fragen, Probleme haben, wenden Sie sich in erster Linie an das Studierendenbüro der Tertiale. Das heißt, in jedem Tertial gibt es an den Kliniken ein Student Office, das sozusagen für Sie zur Verfügung steht. Die Personen, die hinter dem Student Office stehen, also dieser Studierendenanstelle, sind die hier erwähnten Curriculum-Koordinatorinnen für das 5. Studienjahr, auch Tertialkoordinatorinnen genannt. Der Professor Müller für Neurologie, der Professor Wisocki und die Frau Dr. Spies für Psychiatrie, der Professor Marx für Kinder- und Jugendheilkunde, der Professor Zeisler für Frauenheilkunde, die Frau Professorin Funk für Augenheilkunde, der Professor Grasl für HNO, die Frau Dr. Aram und der Herr Professor Lackner für Notfall- und Intensivmedizin. Das betrifft die Tertiale. SSM 4 wird koordiniert von der Frau Willinger, mit der werden Sie eher weniger in Kontakt kommen. Und die Fallkonferenzen werden koordiniert von Professor Karanikas und von der Frau Dr. Bauler. Und das sind die Ansprechpersonen, die sozusagen im Hintergrund ihr 5. Jahr begleiten. Und wenn es dann ganz kritisch wird, dann kommen Sie zu uns. Die Curriculum-Direktion Humanmedizin, Professor Zlawinger, die Frau Professor Anwere Biersch, ich, der Professor Keinberger und die Frau Dozentin Steinlechner sind dann für die ganz schwierigen Fälle zuständig. Soweit also mein Überblick, das soll Ihnen zeigen, sozusagen, wie wird Ihr 5. Jahr ausschauen. Ich wünsche Ihnen viel